Aufgrund der Länge des Videos musste es in mehrere Teile geteilt werden. Hier ist Teil 5. In dem letzten Clip wollte ich noch sagen, hier ist noch ein Hydrant. Den trage ich jetzt schnell ein. Aber da war leider der Akku der Kamera leer. Aber der Clip wurde offenbar noch gut gespeichert bis dahin. Also passt alles. Ja, und jetzt habe ich den letzten Akku drin. Falls der Akku jetzt in nächster Zeit leer wird, auch noch. Er ist jetzt voll, aber ich nehme ihn ja noch auf. Dann filme ich mit dem iPhone weiter, solange es geht. Und ja, also ihr kriegt hier noch das gesamte Videomaterial. Dass dieses Video länger wird als eine Stunde, ist wohl klar. Ich bin seit ungefähr 21 Uhr unterwegs, jetzt ist es nach 2. Ja, also ich werde auch nicht sehr viel schneiden müssen, so wie ich das gesehen habe. Höchstens da, wo ich die Ansagen einfüge, wenn die ein bisschen länger dauern als die Pause, die ich gemacht habe, werde ich vielleicht sogar ein paar Sekunden dazufügen müssen. Also, wenn ihr euch dieses Video anschaut, dann wurde es sicherlich 1-2 Tage lang exportiert nach dem Bearbeiten, weil ich exportiere immer mit der besten Qualität oder zwei besten Qualität und das sind mehrere Gigabyte und das dauert auf meinem PC, auf meinem Mac mehrere Tage und dann wurde es mehrere Tage lang hochgeladen, was leider auch bei meinem Netzwerk einige Tage dauert. Ich meine, ich könnte es nämlich folgendermaßen machen, dass ich irgendwo nahe zur Uni gehe und das übers Unilan hochlade, weil das ist ziemlich schnell. Also wenn ich mich in den nächsten Tagen dann einfach in der Währingerstraße vors Fakultätsgebäude setze und da ein paar Stunden sitze, dann ist das auch oben. Also ich will echt mit dem Gedanken, dass das einfach mal an der Uni irgendwo hochzuladen, aber eben im Fakultätsgebäude der Informatik, weil dort geht es ganz sicher schnell. Ja, bei den ganzen Hotspots in der Uni, wo man sich das mit extrem vielen Leuten teilt, ist es nicht so schnell wie in der Informatik, wo wir an unserem Server hängen, der auch Almighty genannt wird, also der Allmächtige. Und das trifft es circa, muss ich sagen. Also da sind auch größere Files bald oben. Da glaube ich, der letzte Vlog, der mit dem Biesenberg, den habe ich glaube ich von dort dann hochgeladen, weil es sowas einfach nicht hingehaut hat. Das hat glaube ich eine Stunde gedauert, während es zu Hause laut dem Ding 28 Stunden dauern hätte. Den hatte ich dann dort innerhalb von einer Stunde oben. Also ich denke, das werde ich machen. Hier sind wir jetzt an der Haltestelle. An den alten Schanzen. Umsteigen zu 97A. An den alten Schanzen. Umsteigen zur Linie 84A. An den alten Schanzen. Genau. Hier ein kleines Kuriosum. An allen Haltestellen, zumindest wo der 97A mit anderen Linien fährt, kann man das hier bewundern. Diese Linie in dieser Fontgröße und diese Linie in einer leicht größeren, dickeren Fontgröße. Ganz interessant. Ja, also diese Dinge mit 97A haben sie größer gedruckt. Und ich habe keine Ahnung, wieso? So, ich habe jetzt leider mein iPhone weggepackt, aber hier bei der Kurve Hagedornweg auf der anderen Seite ist einerseits ein Altpapierkübel. Ich gehe dann gleich da rein, aber hier ist ein Altpapierkübel und ein Fire Hydrant und ein Trinkwasserhydrant. Das sollte ich mir vielleicht merken, mache ich hier gleich mal auch ein kleines Video-Mapping draus. Ja. Und ich hoffe, ich merke es mir und trage es dann auch auf der OpenStreetMap ein, falls es nicht schon eingetragen ist. Hier ist eben um die Ecke die Haltestelle. Total im Dunkeln, weil hier auch diese Lampe ausgefallen ist. Und ich werde jetzt nicht mehr so lang filmen wie beim Clip vorher, weil da habe ich eben bis zum Ende der Batterie gefilmt, sondern ich werde jetzt hier wieder Pause machen vom Filmen und dann weiter filmen, wenn ich bei der Hausfeldstraße bin oder irgendwas Interessantes sehe. An den alten Schanzen. Und was auch in der Nacht auch noch interessant ist, sind immer besseren Wohnsiedlungen wie hier und dann auch später beim Rautenweg. Diese Seitengänge, wo man da vorbeikommt und nicht weiß, was im Lampenschein stehen könnte. Na, da könnte stehen der Mörder.
Oder auch nur Amadal mit seinem Taschal. Das hat um seinen Hals ein rosa Maschal. Wie auch immer. Die Redefrau kommt endlich bis zum Gürtel. Sie weiß genau, das ist ein böses Viertel. Doch jetzt hat sie es nicht mehr weit nach Haus. Sie rast sie bei der Stadtbahn heutzutage aus. Doch wie sie weitergeht um nächste Ecken, muss sie entdecken, zu ihrem Schrecken, da steht so eine Figur im Lampenschein. Und ihr fallen wieder diese Worte ein. Wir schleicht herum, bei Nacht und Sturm, das ist der Frauenmörderwurm. Wir schleicht herum, bei Nacht und Sturm, das ist der Frauenmörderwurm. Genau. Genau, hier sind wir jetzt. Ostbahn, Begleitstraße. Und jetzt gehen wir hier Richtung Hausfeldstraße, U-Bahn. Umsteigen zu den Zügen des Regional- und Fernverkehrs und zur Linie U2. Hier hat definitiv jemand eine Idee, wie man Leute auch während des Tages ein bisschen outcreept. Da ist eine Pappfigur von, ich glaube, es ist ein Polizist. Das ist eine Pappfigur. Das habe ich auch gerade vorher gesehen. Und erst dachte ich, da geht wer. Als ich mich jetzt zur Seite gedreht habe, dachte ich, da steht wer. Nein, das ist eine Pappfigur. Und auf dem Haus leben auch solche, nein, da klingen keine Teile, das sind solche Verzierungen. Das sind irgendwelche Tiere, offenbar. Aber das schaut auch ein bisschen aus, als hätte das Haus da Augen. Also hier dieser Papp-Polizist und hier das Haus mit den Verzierungen, das aussieht wie Augen. Ja, also hier haben die Leute eindeutig eine Ahnung, wie man Leute mit schwachen Herzen direkt ins Grab sendet, wenn sie dann auf dem Weg gehen und kurz mal zur Seite schauen. Und in der Nacht ist das natürlich, hat das noch weiter einen Effekt. Ich habe es überlebt und ich gehe auf der anderen Straßenseite. Das Interessante ist auch hier vorne diese Busstation, die Busstation Hausfeldstraße Ostbahn Begleitstraße, schaut auch ein bisschen aus, als ob da wer stehen würde, nur das ist der Haltestellen, das Haltestellenschild selbst, aber das schaut aus, als ob da wer stehen würde. Dieser Hydrant nicht so, aber dieses Haltestellenschild, immer wenn man hinschaut, denke ich kurz, das ist ein Kopf und das ist ein Körper. Nein, das ist ein Haltestellenschild. Also hier auch entlang der Ostbahn begleitet, also der gut ausgeleuchteten, neben der U-Bahn und Bahn. Nein, auch hier ist man nicht sicher. Und das 2B, nochmal. Ich suche übrigens Adressen, die so aussehen wie eine Busnummer in Wien, also so ein Buslinien-Signal, weil ich kenne eine Adresse 16A und ich glaube 40a, glaube ich, kenne ich auch wo. Und halt 2b gibt es auch massenhaft und 2a. Aber eben sowas wie 33a oder 37a oder irgendwie sowas. Weil laut dem Routing-Service von den Wiener Linien und der Stadt Wien gibt es entlang der Wienerbergstraße jede erdenkliche Hausnummer mit A, B und teilweise auch C. Leider sind die meisten Hausnummern entlang der Wienerbergstraße, vor allem von diesen Doppel- und Dreifachadressen, nicht angeschrieben. Somit gibt es auf der gesamten Wienerbergstraße, glaube ich, zwei Schilder, wo ein A oder ein B oder irgendwas oben ist und sonst keine. Und ja, deshalb suche ich nach so Adressen, die das haben, möglichst in Wien. Also falls ihr eine nette Adresse kennt, die echt aussieht wie ein Buslinien-Signal, dann gerne in den Kommentaren melden. Würde mich freuen. Dann komme ich vorbei und fotografiere das Adressschild. Ich weiß nicht, ob ich diesen Hydranten schon mal gemappt habe, aber auch jetzt zu faul, um das iPhone rauszuholen. Wird wohl ein Video-Mapping-Job. Also hier ganz nah an dem Dorf hier ist der Hydrant knapp nicht unter diesem Teil. Gut.
Hier die Hausfeldstraße, die Straßenbahnschleife. Wenn das so leer ist, wenn hier kein Dr. Richard Bus steht und keine Straßenbahn, das schaut echt aus wie nach dem Vorwart. Also das ist echt so nichts. So, aber jetzt, seit der Seestadt, wo ich diese zwei Leute, die aus der Nebengasse kamen, gesehen habe, habe ich niemanden mehr gesehen. Also hier ist es jetzt echt komplett leer. Das ist also echt, wenn man eher in der inneren Stadt wohnt oder halt so rundherum, wo echt dauernd was ist und auch dauernd Betrieb und auch in den Nachtbussen viele Leute sind, wenn man dann hierher kommt, das muss echt, das kommt einem dann vor, wie wenn man der Einzige auf der Welt ist, was ich echt cool finde. Also ich meine, dieses Gefühl finden extrem viele Leute toll, so irgendwo zu sein, wo sonst keiner ist oder man zumindest keinen sieht, man weiß ja nicht. Maybe the other people are watching you. Ja, aber das ist echt toll und das kann man hier haben in Wien, dieses Gefühl. Ich könnte jetzt hier die Straße mittendrin durchgehen, aber ich mache es nicht, weil wenn was kommt und fahren, wenn das dann ein Polizeiauto ist, nicht so gut. Somit gehe ich jetzt brav am Gehweg neben der Straßenbahn. Hier bin ich jetzt bei der Hausfeldstraße. Dort oben ist eben das Hausfeld, das wirklich noch ein Feld ist, nur das Haus, das oben steht, soll. Laut dem Namen, also Haus und dann Feld. Das habe ich noch nie gesehen, aber das soll auch verbaut werden, leider. Dort drüben sieht man auch den DC Tower 1. Also hier sieht man jetzt wieder auf die Donau-CD. Das hatten wir zuletzt bei der Saltenstraße dort in der Nähe, die eben nicht Saltenstraße heißt, sondern diese andere, die da durchgeht, diese Gromangasse oder wie sie hieß. Dort ist ein Marder oder eine Katze. Ich kann es nicht genau ausmachen. Ich glaube, es ist eine Katze, so wie sie geht. Ja, das ist eine Katze. Oder ein Kater. Also das Geschlecht kann ich aus der Entfernung nicht sehen, aber wird wohl einer unserer felinen Freunde sein. Da geht sie, ganz hinten. Fürchte das immer nicht. Naja, doch. Ich sehe es über den Viewfinder absolut nicht. Da geht sie. Oder eher. Je nachdem. Ja, Kätzchen. Gut. Hier also die Hausfeldstraße. Auch hier Fahrplanausgang bitte beachten, weil hier derzeit nichts fährt. Obwohl Nachtbus, hier fährt eben der N23, aber eben nur Samstag, Sonntag und Feiertage, weil der fährt eben unter der Woche einen anderen Weg, also am Wochenende fährt. Der hat da zwei so Äste. Und dann gibt es noch das Anrufsammeltaxi mit demselben Namen. Also beim N23, wenn man sich da nicht auskennt, wie er fährt, dann sage ich, ja, da kennen wir es nicht aus, weil der fährt Montag bis Freitag eine gewisse Route, dann Samstag, Sonntag und dann gibt es noch das Anrufsammeltaxi mit demselben Namen, soweit ich weiß. Also, da muss man sich nicht auskennen, wirklich. Es gibt so ein paar Linien, da sage selbst ich, da muss man sich nicht auskennen. Wenn man sie braucht, dann sucht man sich echt mit Hilfe vom Fahrplan einfach die Fahrten raus, die man braucht und den Weg und das nimmt man und ja, dann kann man den Rest ignorieren. Bei vielen Buslinien geht das nicht, weil da auch auf Teilstrecken auch andere Linien fahren. Beim N23 fährt nur der N23 und es gibt halt das Anrufsammeltaxi, das ein bisschen woanders hinfährt. Da muss man dann nur den Unterschied zwischen Bus und Astax haben und sonst, es fährt ein Bus, reicht. Ja, oder es fährt eben kein Bus, wie heute. Ja, weil viele dieser Nightlines, die jetzt praktisch die Nacht-U-Bahnen mehr oder weniger miteinander verbinden, das ist, ich meine, es ist sicherlich hilfreich für Leute, die dann am Wochenende mit der U-Bahn kommen. Und dann nach Hause fahren, weil diese Busse ja zwischendurch durch einige Siedlungen und so fahren, aber generell auch so Leute, die mit der letzten U-Bahn von irgendwo ankommen, haben dann oft doch keinen Bus mehr. Und dann haben sie auch das Astax, das da Montag bis Freitag nicht fährt, eben nicht. Ja, und das ist doch ein bisschen seltsam. Ich glaube von hier, da sehen wir jetzt auch noch was. Das ist aber nicht mehr von der Seestadt, oder ist es? Nein, weil das Opelwerk ist eben dort so unten, das habe ich auch kurz gezeigt, glaube ich, in einem Videoteil. Und da ist jetzt noch so ein Ding, von dem ich nicht weiß, was es ist. Könnte die Station
Narka. Also, das könnte das an den alten Pflanzen sein, dieser Station, die im Rohbau verfügbar ist, aber wieso die auch schon so sehr ausgeleuchtet ist, I don't get it. Naja, ich gehe ja, falls ihr es noch nicht bemerkt habt, auf den Schienen der Linie 26. Jetzt bin ich wirklich voll auf der 25. Bim, 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 ich bin der 26er. Gut, der 26er Robin. Ich hoffe, diese Verrückten fahren jetzt nicht auf die Schienen. Aber ja, hier, bim, 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 ich bin die, bim, ich bin der 26er. Ja, das ist aber auch super. In der Nacht kann man auch, wenn man nicht besoffen ist, einfach so tun, als wäre man es, weil... Fällt nicht auf. Wobei hier ist es echt extrem niemand. Also bis auf die Autofahrer, die hier sind. Aber ich meine jetzt von Menschen, die draußen rumgehen, extrem keiner. Wirklich. Doch, hier fährt er mit dem Rad. Doch, eine andere Person noch. Also mal zusammenfassen. Auf den Weg... bis in die Wegmeier-Siedlung waren noch mehr Menschen so unterwegs, aber wo beginne ich da circa zu zählen, wo dann schon weniger war? Ja, nach dem Busfahrer. Weil vorher hab ich dann auch noch immer ein paar Leute gesehen, aber nachdem ich den Busfahrer getroffen habe, sozusagen, waren dann bis zur Wegmeier-Siedlung null Leute, wirklich null. Stimmt nicht ganz. Dann waren da, glaube ich, mehrere Autos. Nein, aber da ist auch keiner ausgestiegen. Null. Dann in der Wegmeier-Siedlung 2, bei der Seestadt 2 und hier jetzt zwischen Seestadt und am Heidjöchel eine. Also es sind hier gar nicht so viele Leute, weil wenn ich eben meistens so rund um die Donau oder eben auch am Biesenberg oder in Strebersdorf rumgehe, das sind doch immer ein paar Leute auf der ganzen Route und vor allem im Industriegebiet Strebersdorf halt wegen dem Straßenstrich doch auch ein paar Leute. Ja, hier jetzt wirklich ziemlich wenig. Also ich glaube, die wenigsten, die ich in einer Nacht je hatte, die nicht im Auto saßen. Also irgendwie finde ich es jetzt schon schade, dass es hier keinen... Oh, noch eine Katze, die ein bisschen wie ein Hund aussah. Naja, das ist hier kein, also dass es nirgends wirklich 24 Stunden Geschäfte gibt. Gut für die Arbeiter vielleicht gut, aber ich denke so eine, keine Ahnung, Wurstsemmel um 3 Uhr in der Früh, das will vielleicht wer und der würde dafür zahlen und der würde dafür vielleicht auch mehr zahlen. Keine Ahnung, kann man einen Nachtaufschlag oder irgendwas holen oder halt verlangen, aber ja, gibt es irgendwie nicht. Ich meine, gibt es sicher, aber nicht da, wo ich wohne. Da ist ein Bila, weil es eine L ausgebrannt ist. Also ein Biligladen. Ja. Für alle, die es nicht wissen, Bila steht für Billigladen oder billiger Laden, halt, wenn man es ganz korrekt sagen will. Und Bipa steht für billig Parfümerie oder halt billige Parfümerie. Hier ist noch ein Dings, ein Edelwissen. Hydrant. Jo, und jetzt geht's weiter hier. Ich wollte eigentlich die Hausfeldstraße entlang gehen, fällt mir jetzt gerade ein. Ist aber kein Malheur, denn die Busse fahren hier ja auch dann um die Ecke und dann wieder zur Hausfeldstraße. Und somit mache ich jetzt genau das. Und hier bei der Hasebädergasse, da wo früher der 23a rauskam, weil der fuhr so und wendet er dann dort in einer Busschleife, die jetzt ein Parkplatz ist. Ja, und hier fahre ich jetzt einfach rein und ich hoffe, dass ich keine, naja, dass ich nur eine Einbahn und kein Dings, ja. Gut, also dann hier rein. Hier fährt zwar kein Bus, aber das sollte mich auch wieder zurückbringen, wenn ich jetzt nachdenke, naja, so Schrägheit. Ich denke, ich muss da dann noch ein bisschen zur Seite, aber dann sollte ich wieder auf der Hausfeldstraße sein. Akku schaut noch gut aus, na, das wird vielleicht noch was. Und nach einem kleinen Vergehen, unter Anführungszeichen, bin ich wieder hier auf der Hausfeldstraße. Letztes Jahr, by the way, war hier noch ein, also nicht wirklich ein Feld, aber eine Stätte. Und jetzt ist hier ein neues Haus. Also auch hier sprießende Dinge aus dem Boden, wie irgendwelche Pilze.
Haus Hauses are mushrooming. Diese Häuser breiten sich drastisch aus. Und ja, wirklich, to mushroom ist ein Verb im Englischen, das heißt sich drastisch ausbreiten. Was ja Pilze auch mitunter tun. Sagen wir ja, die Häuser wie Pilze aus dem Boden auch. War das schon da? Ich glaube, das war schon da, wie ich vor 2 Jahren war, aber sah ein bisschen anders aus. Ja, ich glaube, der Garten sah ein bisschen dezenter aus, wenn ich das sagen darf. Oder sie hat eine höhere Hecke. Irgendwas. Und es gab keine Hunde. Doch, ich glaube, es gab Hunde, aber nicht bei diesem Haus. Keine Ahnung, vielleicht sind da die Leute umgezogen, ich weiß nicht. Aber bei dem Haus gab es definitiv keine Hunde. Aber ein bisschen weiter vorne waren dann 2 Häuser mit Hunden. Das weiß ich noch. Und hier bei diesem Feld weiß ich auch, dass es hier dann ganz kalt rüber kam. Noch eine Katze, die da reinschleicht. Also da bei diesem Feld, dann kam es ganz kalt rüber und das haben wir jetzt wieder. Es ist genau gleich wie letztes Jahr. Von diesem Feld kommt ein ganz leichter, aber ganz kalter Wind wirklich rüber. Echt kalt. Also nicht nur kühl, wie es im Sommer manchmal ist, sondern wirklich kalt. Das ist wirklich extrem bei diesem Feld hier. Das ist offenbar auch so ein offener Windkorridor und der Wind ist eben derzeit recht kühl und von einem recht frisch bewässerten Feld geht es also ganz kühl rüber. Super, die Hunde haben noch was zum Bellen. Scheiß Viecher. Can you tell that I don't like a lot of dogs? I think you can. Ja, ich wäre ja auch gern selber eine Katze, also da gibt es schon einen Grund, dass ich wirklich viele Hunde nicht mag. Also Möpse sind mir recht. Sind arme Hunde, also sind eine arme Züchtung. Der Mops hatte ja mal eine Schnauze, eine ordentliche. Die schaute aber in Kombination mit den großen, coolen Augen jetzt nicht so süß aus. Also hat man einfach die Schnauze weggezüchtet. Ja? Und jetzt ja, machen diese Tiere fast dasselbe Geräusch wie ein Igel, die wir ja heute schon gesehen und gehört haben. Und können nicht mehr gescheit atmen. Ja, es gibt jetzt wieder das Zurück, wo eben einige Leute sagen, sie wollen keinen Mops, sie wollen einen Hund, der atmen kann. Aber der Mops schaut halt doch gut aus, auch mit Schnauze. Da gibt es dann den Retro-Mops. Wer den nicht kennt, der Retro-Mops hat wieder mehr oder weniger eine Schnauze, kann ein bisschen besser atmen. Aber wie gesagt, eine Missbildung ist wieder zurückbilden. Ist nicht so leicht wie die. Und wieder jemand ganz Nettes, den er nur in der Nacht trifft. Aber ich will jetzt noch fertig reden, den Ding, den ich gerade gestoppt habe. Ja, also Mops, eben jetzt die nicht mehr vorhandene Schnauze wieder zurückzüchten, geht halt schlechter, als wenn man den Hund einfach so gezüchtet hätte, dass er eine Schnauze hat von Anfang an. Weil es gab durchaus da sicherlich Züchtungen, die noch eine Schnauze, eine ordentliche hatten. Und dann sagte man, nein, das Merkmal muss weg. Und jetzt sagt man, nein, das Merkmal sollte vielleicht wieder her, damit das Viech nicht gleich erstickt, wenn es lebt. Ja, das geht halt nicht mehr so gut. Und wegen netter Herr und nette Leute. Da war gerade ein netter Zeitungszusteller. Auch bei der Herkunft bin ich im Schätzen nicht gut, aber ich denke so asiatischer Raum. Philippinen vielleicht? Vielleicht war es ein Filipino, ich bin mir nicht ganz sicher. Er ist Zeitungszusteller und er hat gemeint, er fährt jetzt eh in die Richtung, in die ich gehe. Er könnte mich führen, habe ich gesagt, ich will eh gehen. Danke, aber das sind die Leute, die man wirklich nur in der Nacht trifft. Ne? Und ich habe bis jetzt in der Nacht keine schlechten Erfahrungen gemacht, weil meine Eltern tun so, als würden nur Mörder und kinderfressende Flüchtlinge und sonst wer rumrennen. Das ist ja einfach nicht wahr. Ne? Das stimmt hier einfach nicht. Und hier rennen teilweise echt die nettesten Leute rum, die ich teilweise kennenlernen darf. So kurze Zeit halt. Ja? Er ist jetzt zwar nicht in die gleiche Richtung gefahren wie ich, also ich denke, er hätte, wenn ich jetzt ja gesagt hätte, einen Umweg gemacht, weil er ist jetzt in die andere Richtung, in die andere Straße eingebogen. Aber ja, das sind wirklich die Leute, die man hier in der Nacht trifft, die sind wirklich voll nett und reden auch alle mit einem.
wenn sie merken, dass man selber eh auch was redet, zumindest in einer Kamera. Ja, und diese Leute trifft man offenbar echt nur in der Nacht, weil am Tag treffe ich viele Leute. Aber die sind alle so schlecht drauf. Und die sind sowas von unausstehlich oft. Und dann in der Nacht trifft man weniger Leute, aber die, die jemand trifft, ich sage wirklich, nicht Quantity, sondern Quality. Also, das ist wirklich interessant. Ich sehe jetzt diesen Turm dort. Ich fürchte, den sieht man nicht gut, aber dort ist jetzt das City Gate. Und dort steuere ich auch darauf zu. Wirklich aktiv. Denn wir gehen hier jetzt zum Ende der Hausfeldstraße und dann in den Rautenweg. Dort wird es ein bisschen creepy. Einerseits ist es ziemlich dunkel. Die Abstände von den Lampen sind, glaube ich, ein bisschen größer als hier. Und dort gibt es Eulen. Also das letzte Mal, wie ich dort war, waren mindestens 10 Eulen und die schreien wirklich hoch, aber das hört sich an wie eine laut schreiende Maus. Sie fangen ja auch Mäuse, somit könnte man sagen, naja, vielleicht lockt ihr Schrei die Mäuse sogar an. Das könnte man vielleicht so sagen, ich bin eben kein Biologe, aber es hört sich an wie laute Mäuse. Somit denke ich, naja, sie hören sich an wie laute Mäuse, sie fangen Mäuse. Naja, wenn man sich anhört wie irgendwas anderes und dieses andere denkt, da ist ein anderer von mir, ja, dann kommen die wohl eher raus. Aber das wäre echt extrem, weil beim letzten Mal bin ich dann da eben den Rautenweg rauf, runter, wie auch immer, gegangen. Und ich hörte die ganze Zeit dieses hohe Schreien und erst dachte ich, steht er wieder auf der Straße und schreit? Dann, nein. Sind das Mäuse? Ich habe am Boden geschaut. Keine einzige Maus gesehen. Dann kurz nachgedacht, so, Moment einmal. Ich höre es ganz leise, ganz dezent fliegen. Das sind Eulen. Hab drauf geschaut, auf der Lampe oben saß eine Eule. Es war kein Kauz, es war kein Uhu, es war wirklich eine Eule. Weiß jetzt nicht, welche Art. Ich weiß nur, dass es sicherlich eine Eule und kein Kauz und kein Uhu war. Ah ja, ich mag Eulen. Sehr sympathisch im Sinne von, sie schauen schön aus. Sie sind nicht immer wirklich sympathisch, wie ich gleich habe, sie ja, fangen und essen Mäuse. Und ich mag auch Mäuse. Ich meine Mäuse. Also bei den Lebewesen hat man sich schon was gedacht, wie die, keine Ahnung, geschöpft wurden oder entstanden sind, ob Gott oder Natur. Irgendwer hat sich da was dabei gedacht. Weil die Maus, die ist süß, die hat diese große Augen. Und ich meine, was macht sie gut? Sie frisst ein paar Dinge ab, sie nagt ein paar Dinge an. Was sie jetzt genau macht, eben, ich bin kein Biologe, müsste ich nachschauen. Sie macht sich auch irgendwas bei der Schädlingsbekämpfung, ist sie sicher gut. Irgendwelche Kakerlaken wird schon fressen, aber ja, die Maus, die ist lieb. Aber dann die Eulen und die Uhus, die sind auch extrem interessant und ich meine, die können ihren Kopf 270 Grad oder auch ein bisschen mehr drehen. Also, ja, das wäre schon toll, wenn ich das hier könnte, weil ich muss mich immer umdrehen. Ich kann meinen. Also es gibt Leute, die können ihren Kopf echt sehr weit drehen. Ich kann das nicht. Ich kriege nicht mal ganz 90 Grad rum. Und da ist eine Eule, die ihn dann 270 Grad und einen, während sie nach Norden steht, in Richtung Süden schaut, das ist dann schon geil. Da werde ich richtig neidisch. Ich kriege meinen Kopf nicht mal 90 Grad rum. Bei 45 ist es dann schon so, dass ich ein bisschen weiterkomme, aber das ist nicht mehr komfortabel. Dem Ufo macht das nichts im Kopf. 180, schauen wir mal. Ja gut, das ist circa 180 kannst du den Kopf drehen. Das mit 270 ist, glaube ich, ein bisschen der oberste Wert, da geht. Ich denke, es geht bei einigen. Keine Ahnung. Müsste man googeln. Macht es einfach. Googelt. Schaut nach. Korrigiert mich in den Kommentaren, das ist was Gutes, ja. Und das ist das City Gate und dort will ich jetzt hin, aber über dieses Eck. Na, mal schauen, wie das geht. Hier in der Ferne leuchten jetzt auch so ein paar rote Punkte. Das sind solche Windkraftwerke. Und ich habe mir gerade gedacht, welche Windkraftwerke sind das? Sind das die, die man von Biesenberg sieht, die ich euch auch im letzten Vlog versucht habe zu zeigen und im vorletzten
am Besenberg beim Tag meinem Vorverletzenden auch, was nicht ganz funktioniert hat. Und ich denke, das sind dieselben, weil ich bin gerade durchgegangen, die man vom Biesenberg sieht, die sieht man so in die Schräge und das ist Richtung Rasdorf und hier geht's Richtung Rasdorf, somit das müssten dieselben sein, die man hier sieht. Man sieht sie hier aber eben weitaus näher, weil wenn ich mal jetzt durchgehe, dort ist Norden, da ist Süden, Westen und Osten. Und das so nordwestlich, ja? Und der Biesenberg ist auch nordwestlich und wenn man vom Biesenberg dann exakt nach Westen schaut, circa nach Nordwesten halt, dann sieht man die und das müssen dieselben sein. Auch da oben, ich weiß nicht, ob man sieht, aber da so oben ist ein ganz leichter Schimmer, da ist der Mond, aber er ist ganz strategisch hinter Wolken platziert. Man sieht ihn genau nicht. Man sieht aber diesen leichten Schimmer rund um die Wolken. Und wenn man ein bisschen weiter rauf schaut, sieht man noch immer die Sterne. Also hier ist es zwar hell, aber nicht so hell, dass man die Sterne nicht doch sehen würde. Was hier eigentlich recht schön ist. Ich muss sagen, von meinem Zimmer sieht man manchmal die Sterne, aber oft auch nicht. Also da ist die Light Pollution schon ziemlich stark, aber hier sieht man die Sterne noch. Und in die Richtung auch, wo dann schon die Stadt ist. Also das ist hier schon recht schön, muss ich sagen. Hausfeldstraße 200 und da vorne ist jetzt schon die Kreuzung, wo auch die Bushaltestelle Hirschstetten-Ort ist. Von mehreren Linien kriege ich zusammen 24A, 85A, 97A. Sind die hier regelmäßig erhalten. Und auch ein Regionalbus, nämlich der 391er, oder nein, 392 glaube ich ist das, also einer von diesen beiden hält hier. Ich glaube es ist der 392er und der wird betrieben von Busam Reisen. Da war gerade Fledermaus und davor lief gerade wieder ein Marder. Ja, und die Firma Busam Reisen fährt da eben die Linie 392. Ja, derzeit ist ja beim Verkehrsverbund Ostregion auch so einiges ausgeschrieben und vor allem jetzt gerade neu das Waldviertel, Weinviertel. Oh mein Gott, ich habe keine Ahnung von den Vierteln Niederösterreichs. Jedenfalls der Raum Chorneuburg, Langenzersdorf, auch glaube ich so Richtung St. Pölten und so. Dieser Raum ist jetzt gerade ausgeschrieben. Ja, und als nächstes wird dann schon der Raum hier rund um Hausfeldstraße und Lassee und Rasdorf und so drankommen. Ja, und da werden wohl dann auch einige Busunternehmen, die da jetzt noch Linien fahren, keine Linien mehr fahren. Also auch mit dem Raum Hütteldorf, das sollte auch dann bald drankommen. Ja, da wird dann einige Linien, die jetzt noch einzelne Schulkurse fahren, die werden wegfallen, die wird es dann nicht mehr geben. Auch interessant, der Fahrplan der Regionalbuslinie, ich bilde mir ein, der hing mal hier, also zumindest in die eine Richtung. Er hängt noch hier, oh, ja. Ja, nein, das ist der 593er, der hier vorbeikommt. Gut, dann ist das nicht der, weil das ist jetzt ein Dr. Richard, das ist der auch von der Hausfeldstraße fährt, von dem ich auch ein paar Fotos habe. Ja, aber dieser 392er fährt von der Aspernstraße weg. Dann fährt er von der Aspernstraße ziemlich direkt dann raus aus Wien. Habe ich mich hier mal verschaut. Okay. Ich bilde mir jetzt ein, dass ich auf dieser Schedule mal auch diesen Bus gesehen habe, aber gut, habe ich mich verschaut oder es gab irgendeinen Wechsel, der nicht auffällt. Naja. Oder das ist alles ein Traum und ich bin in Wirklichkeit Manuel Neuer. Das wird sein. Kirche, steh mir bei. Ich bin ein Fußballer. Vielleicht bin ich jetzt am Ende der Hausfeldstraße und ich merke, es ist 3 Uhr irgendwas schon und langsam
wird der Himmel hellblauer, als er bis jetzt war. Also hier Richtung Westen ist es dann noch ein bisschen dunkel, aber eben hinter mir wird es schon hellblauer. Ich hatte mir eigentlich gedacht, dass es jetzt ein bisschen schneller geht, aber offenbar nicht. So, hier sind jetzt die Oleandergasse ist die Verlängerung von der Hausfeldstraße hier und beim Agavenweg. Und hier sind jetzt wirklich, es dämmert schon, also es wird schon langsam heller da hinten. Okay, also da hinten ist jetzt noch die Haltestelle Oleandergasse von der Linie 85a. Jo, und da gehen wir jetzt dann auf den Rautenweg. Ich denke, das ist der hier. Ja, genau, hier ist das Schild. Das hier ist der Rautenweg. Und da gehen wir jetzt eben in diese Richtung, also Richtung Citygate. Und hier wird es eben dann reingehen, so Richtung Breitenlee-Schule. So, und hier ist jetzt der Mond, er ist ganz leicht sichtbar. Meine Kamera erkennt in diesem Verkehrszeichen ein Gesicht. Das ist krank. Ja, also hier ist der Mond, ja, man sieht ihn leider echt nicht. Naja. Aber dass er da ein Gesicht in dem Verkehrszeichen erkennt, das ist strange. Also hier gehen wir jetzt den Rautenweg runter. Ich habe das dunkler in Erinnerung. Vielleicht hören die Beleuchtungen dann irgendwo ein bisschen weiter hinten auf, aber ich hatte das eigentlich dunkler in Erinnerung und die Lampen waren auch in dem Teil, wo die Ollen waren, auf der anderen Seite. Vielleicht kommt dieser Teil noch. Na, mal schauen. So langsam wollen meine Füße schlafen gehen. Das merke ich jetzt schon. Aber bald bin ich beim Citygate und da kann ich dann ja überlegen, ob ich die Wagramer Straße praktisch hinunter abkürze und einfach nicht bis zur Garage Leopoldau gehe. Aber circa genau dasselbe Gefühl hatte ich ja auch beim letzten Mal, letztes Jahr. Und da habe ich dann auch noch gesagt, jetzt gehe ich zur Garage Leopoldau und jetzt gehe ich dann noch alles und fahre dann vielleicht mit dem Nachtbus, wenn er kommt. Und wenn er nicht kommt, dann fahre ich nicht. Und dann habe ich mich doch bei der Dobschstraße hingesetzt und habe auf den Nachtbus gewartet. Aber ja, es wird, glaube ich, jetzt sogar, wow, ja, da wird es ein bisschen heller. Den Mond sieht man jetzt auch und wow, wie man ihn sieht. Jetzt ist er hervorgekommen. Hinter den Wolken. Da ist er. Der Mann im Mond ist auch da. Keine Ahnung, das wissen nur die Illuminati und die Nazis, die auf der dunklen Seite des Mondes leben und die Flacherde begutachten. Oder war es die Hohlerde? Ach, irgendwie sowas. Genau. Ansonsten, ja, ich habe hier irgendwie anders in Erinnerung. Ich denke gerade nach, ob dort auf der anderen Seite auch noch eine Straße ist, aber es war definitiv der Rautenweg, wo ich hier entlang gegangen bin. Also, entweder da kommt jetzt noch ein Teil, wo eben die Lichter ein bisschen anders sind und auf der anderen Seite sind, oder das war pure Einbildung. Aber da vorne kommt ein Teil, wo das Licht eher weiß ist. Das ist zwar, glaube ich, noch auf der anderen Seite, aber ich denke, das passt schon so. Eine Person jetzt gesehen, die aber gerade ins Auto gestiegen ist. Also kann ich den zählen als gesehene Person, die nicht im Auto sitzt? Weil ich meine, er ist gerade eingestiegen. Dann zähle ich ihn nicht. Also bis jetzt keine Person gesehen, die nicht im Auto sitzt. Doch, stimmt nicht. Einen Jogger habe ich in der Oleandergasse jetzt vorher gesehen. Ja, also so viel dazu. Ja, hier werden jetzt die Lampen ein bisschen anders und genau, wechseln die Seite und da ist es, wo ich das letzte Mal die Eulen gesehen habe. Aber da es jetzt schon 3 ist, bin ich, glaube ich, ein bisschen spät dran. Also ich denke, die fliegen jetzt nicht mehr. Das letzte Mal war ich dann hier eben so gegen, naja, eben früher als 3 oder knapp um 3. Ich glaube, ganz exakt um 3 war ich damals hier und da sind sie noch rumgeflogen und haben geschrien und haben Mäuse gefangen. Ich denke, jetzt ist es knapp zu spät, um die Eulen zu sehen, aber mal schauen.
Ich bin hier am Rautenweg, also entweder habe ich das mit den Lampen, die auf der anderen Seite sind, wirklich dann später geträumt, aber ich habe es eigentlich auch gefilmt. Vielleicht finde ich die Originalfiles noch irgendwo, ich fürchte, aber die habe ich auch komplett entfernt. Aber jedenfalls, das schaut hier anders aus. Also ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob nicht hier vielleicht die Lampen seit dem letzten Jahr auf die andere Seite gerückt sind, weil ich bin mir ein, dass auch noch bis ziemlich nah da zur Wargrammerstraße hin eben diese Eulen auf dieser Seite auf Lampen saßen. Und das sind jetzt keine Lampen mehr. Die sind dort hinten, das gebe ich zu. Für diesen Teil sind da ein paar von diesen Lampen, aber die Eulen waren eigentlich schon ein bisschen früher und ein bisschen später. Also vielleicht war es echt nur, dass ich die dort dann gesehen habe und sie eben schon vorher auf den anderen Lampen saßen und hier auch und ich habe es nicht gesehen, aber jetzt dort waren sie definitiv auf einer dieser Lampen, habe ich sie dann gesehen. Da seht ihr auch den Mond oben und man sieht wieder was am Video, auch ohne Aufhellen. Ich werde es aber trotzdem wohl bereits aufgehellt haben, weil das mache ich jetzt bei diesen dunkleren Szenen, da helle ich gleich auf und ob man es wirklich braucht oder nicht, ist ja wurscht. Jedenfalls hier gehe ich jetzt gerade Richtung City Gate. Ich muss sagen, das City Gate haben sie ein bisschen seltsam und Anführungszeichen aufgestellt, weil von hier aus ist dieser eine Turm und der andere, der da daneben steht. Von hier aus, vom Rautenweg kommend, schauen sie aus wie ein Gate. Sie führen dann aber einfach auf die Julius-Ficker-Straße, die dann im späteren Verlauf so Richtung Siemensstraße geht. Ich weiß nicht, ob sie dann überhaupt... Nein, zur Siemensstraße wird sie nicht, weil das ist das, was vorher von der anderen Straße kommt, die mir jetzt gerade entfallen ist. Aber ja, sie gehen halt dann dort so in die Richtung und somit das City Gate hier praktisch als Gate zu haben, ist ein bisschen seltsam, weil ich habe gedacht, naja, sie würden es auf beiden Seiten der Wargrammerstraße bauen. Nicht wirklich, ist so schon, aber so leicht versetzt, dass es nicht in Richtung City wie ein Gate aussieht, sondern von Grenze der Stadt kommend nach Grenze der Stadt wie ein Gate aussieht. Also ein City Border to Border Gate. Naja, sie haben die Hochhäuser halt ein bisschen off hingestellt. Aber ja, das Ding heißt City Gate, besteht aus dem großen und dem kleineren Gebäude, soweit ich das hier sehe. Und ja, also soweit ich das weiß. Ja, hier raucht es ein bisschen woraus, und zwar aus einem riesigen Haufen Kompost. Aus den Dingen raucht es meistens raus, weil da drinnen eben verschiedenste Prozesse vor sich gehen. Das hier ist nämlich diese Müllanlage am Rautenweg, wo auch in der langen Nacht der Museen immer das Müllmuseum offen hat. Und hier fährt dann auch so ein Shuttlebus her, der hier über diese Straße, die hier durchs Feld geht, kommt. Das ist auch so eine unbeleuchtete Straße, wie heute schon, wo ich euch gezeigt habe, die Gromannstraße. Und da fährt dann dieser Bus rauf, dieser Shuttlebus. Und er fährt dann auch hier durch. Es gab, glaube ich, schon mal Busse, die drinnen eine Station hatten und dann hier nur rausfuhren. Es gab schon mal welche, die dann hier auch gewendet haben und hier die Station hatten. Also ja, bei dem Shuttlebus ist es auch oft so, fahren sie mal und schauen sie dann offenbar. Naja, aber hier jedenfalls die 48er, das habe ich auch letztes Jahr großartig gefilmt, dieses Ding hier. Ja, und da ist der Berg aus Mist mit dem Mond oben. Ja. Genau, der Berg aus Mist und der ist hier wirklich, also das ist die Reststoffdeponie und ja. Also es ist nicht unbedingt nur ein Berg aus natürlichen Sachen, es ist auch ein Berg aus allen möglichen. Ja. Das wollte ich nur mal zeigen, bevor wir hier dann herkommen. Hier, ihr jetzt vielleicht seht, ist das Hellblau hier oben jetzt schon ein bisschen weitaus heller. Also ich denke, dass ich hier vielleicht auch noch von irgendwo einen Sonnenaufgang sehe. Und idealerweise wäre das echt vom Feld bei der Garage Leopoldau. Ich muss sagen, ich bin jetzt auch nicht mehr wirklich müde. Ich war gerade kurz in dem Feld, weil ich da kurz
in diese Furt reingeschaut habe, wo offenbar öfters der Traktor durchfährt, ob man hier gut durchkommt, weil dann habe ich gedacht, könnte ich hier bis zum Ende runtergehen und dort fährt zwar kein Nachtbus, aber das ist dann schon die Route von 24a. Aber nein, das geht nicht gut, somit sage ich mir, nein, ich kürze nicht ab, sondern gehe jetzt hier eben weiter. Und vielleicht, wenn ich dann bei der Betriebsgarage bin, vielleicht geht dann schon irgendwo da die Sonne auf. Ich meine, sie wird im Osten aufgehen. Der ist da, wo jetzt der Mond steht und es gerade ein bisschen heller wird schon. Dort ist der Osten. Also von der Leopoldau, naja, doch, da ist ein Feld Richtung Osten, somit da könnte man den Aufgang gar nicht mal so schlecht sehen. Ich werde jetzt, wenn ich jetzt nachdenke, hier kann ich die Straße jetzt nicht gut überqueren, weil da jetzt nur eine Ampel für Radfahrer. Ich mache es aber trotzdem. Ich tue einfach, als wäre ich ein Radfahrer und hoffe, dass mich keiner überfährt. Von da kommen jetzt auch immer wieder Autos, also das wird jetzt ein tough call. Und es wird ja auch grün mit Autos und Radfahren gleichzeitig und die Autos haben hier dann auch grün zum Abbiegen. Das Auto, das hinter mir ist, ist noch recht weit entfernt und hier kommt gerade keins. Somit gehe ich jetzt schnell hier rüber, dass falls der hier abbiegen will, mich jetzt nicht da caught. Und hier wird es grün für die Radfahrer. Perfekt. Nein, der hinter mir will gerade aus weiterfahren. Okay. Und sagen wir dann beim Tempo, der da hat jetzt aber immerhin rot auf der anderen Seite und somit komme ich hier heil rüber. Auch da, wo nur die Radfahrer rüber sollen. Na bitte, das funktioniert doch auch. Hier beim Knoten mit der S2 ist es überhaupt ziemlich interessant, weil da gibt es ein bisschen weiter oben, glaube ich, einen Radweg, der dann plötzlich noch nach dem letzten Übergang ein paar Meter weitergeht und dann immer schmäler wird und dann beim Beginn dieser Bundesstraße aufhört. Ja, da bin ich einmal mit dem Rad gefahren und es endete dann damit, dass ich mein Rad durch einen extrem feuchten und gatschigen Acker zu einer anderen Straße rüberführen musste. Da war ich dann circa 30 cm größer, weil ich echt 30 cm Dreck an den Schuhen hatte. Also unglaublich. Ja, und von dort konnte ich dann wieder nachdem ich sowohl von den Reifen meines Rades als auch von meinen Schuhen circa 30 cm Dreck runter hatte, wieder aufsteigen und wieder auf einen Radweg fahren. Aber von der S2 war das eben, also von dieser von den Knoten mit der S-Zeit ein bisschen weiter von, war das nicht mehr möglich. Und wie ich heute schon gesagt habe, da war die Kamera an, dass ich nicht gerne umdrehe und somit war hier, wie der Radweg zu einem Ende kam, umdrehen und einfach zurückgehen, keine Möglichkeit. Ich musste durch den Acker gehen, weil ich drehe nicht um. Genau das. Ja. Das passiert dann nur mir, weil nur ich so, wenn ich drehe nicht um, ich gehe jetzt irgendwo anders hin, aber nicht die Richtung, aus der ich kam. Ja. Deshalb gehe ich auch so gern Kreise und habe auch bei Bussen teilweise gerne solche Rundlinien, weil da kommt man gar nicht in die Verlegenheit, direkt zurückzugehen, weil es ist ein Kreis. Man muss irgendwie wenn man ein paar Meter gegangen ist, kann man nicht mehr effizient wirklich umdrehen, sondern man muss einfach weitergehen in irgendeinem Sinn. Und das mache ich eben, weil ich generell das immer mache. Ja, hier sind wir jetzt eben auf der Verlängerung des Rautenweges oder umgekehrt, auf der Julius-Ficker-Straße, von der Rautenweg dann die Verlängerung ist, wie man es auch immer sehen will. Ja, beziehungsweise vielleicht ist diese Teil noch ein bisschen Rautenweg, weiß nicht. Müsste man wissen, ich weiß es nicht. Kann man auf der Karte nachschauen. Naja. Ja, und hier geht es eben dann Richtung Citygate und dann hoffentlich noch zur LPD und es wird echt schon ziemlich hell. Meine Eltern werden sich nicht freuen, vor allem mein Vater, der dann so gegen 6 nach Hause kommt. Ich denke, es ist so ungefähr 4 oder irgend sowas.
Oh mein Gottchen, naja. Ich meine, ich bin 19. Was will man? Ich konnte gerade nachschauen, das hier ist noch der Rautenweg. Also das ist noch der Rautenweg und erst beim Citygate ist es dann die Julius-Ficker-Straße. Hier gerade rein die Hermann-Gebauer-Straße, wo eben auch 27a und 87a fahren. Untertags halt. Ja, da kommt gerade ein großer Lieferwagen. Aha, von Finest Wheel, von Astrokalb. Oder es sollte wohl Astrokalb heißen, aber dieses Stück Fleisch schaut nicht aus wie ein U, sondern wie ein V. Also heißt es Astro. Wir leben ja in Austria, im Affenland. Genau, das war's. Oder was? Bananenrepublik. Ach, naja, irgendwie sowas. Hier ist die Kellys Fabrik, wo Soletti und Kellys Chips und all das hergestellt wird. Und hier daneben ist das Rinderzelt. Das ist diese Müllsortierungsanlage und die soll bis 2018 oder ab 2018 oder so wegkommen, denn die Holzkonstruktion drunter ist in die Jahre gekommen und sanieren wird zu teuer. Somit wird das Rinderzelt, das man jetzt gerade nicht mehr sieht, aber es man gleich wieder sehen wird, hier, dann abgerissen. Und für mich war das eben immer so ein Landmark vom Norden Wiens. Man sieht es ja auch, wie man in meinem Vlog am Bisenberg eher schlecht als recht sieht, auch vom Bisenberg aus. Und ja, das kommt jetzt weg. Also doch ein bisschen traurig hier, ja. Jetzt kommt ein Landmark vom Norden Wiens weg. Aber naja, die Konstruktion selber soll ja recycelt werden an anderen Orten. Und irgendwas soll hierher kommen. Es wurde, glaube ich, gesagt, naja, vielleicht Wohnungsbauten oder irgendwas. Ach, was ganz was Neues, Wohnungsbauten. Da ist ja noch keiner drauf gekommen, in Wien noch mehr Wohnungen zu bauen. Ich meine, wir haben bald 2 Millionen Wohnungen mehr. Aber nur 2 Millionen Einwohner und nicht 2 Millionen mehr. Ups, falsch verstanden. Ach, naja, bauen wir trotzdem ein paar Wohnbauten hier. Also irgendwie sowas wird hierher kommen. Kann man sich denken. Wobei eben mit dem hier und dem Berg aus Mist entlang des Rautenweges gleich 2 Müllverwertungsanlagen sich befinden. Also könnte man meinen, der Norden Wiens ist Müll. Ja, und man wäre gar nicht so falsch. Wir haben auch ziemlich viele Müllplätze hier. Es ist ja nur, wenn man sich so den Müllverarbeitungsanteil im Norden Wiens anschaut, dann könnte man meinen, oh, das könnte glatt der Mülleimer des Restes von Wien sein. Und man hätte wohl vielleicht sogar teilweise recht. Und hier drüben ist irgend so ein Gebäude, das offenbar irgendwann mal irgendeinen Markt oder irgendwas drin hatte und das jetzt leer steht und langsam verfällt. Ja, und solche Orte gibt es einige in Wien, aber auf denen wird nie was weggerissen und gebaut. Nein, wir bauen lieber ein Feld zu, statt dass wir diese Städte da wegreißen. Echt. Und hier ist ein Erotikmarkt. Hier ist jetzt die Perkowstraße. Hier fährt auch der Nachtbus. Soll ich hinschauen, wann er fährt? Ich meine, ja, schau ich mal. Überqueren muss ich sie sowieso. Ich glaube, die Dingsstraße, die Seiringer Straße geht dann eben nach dem Citygate rein. Also da muss ich noch ein bisschen gehen. Ich schaue jetzt aber hier rüber, wann der Nachtbus fährt. Da der ja leider nicht zur Adaklarer Straße fährt, hilft der mir jetzt nicht viel. Der hilft mir erst was, wenn ich schon in Leopoldau war, denn da will ich jetzt schon hingehen. Ja, und hier haben wir jetzt eben den. Ah ja, hier fährt nur das Astax N25A während des Tages. Ich bilde mir ein, hier fährt der Nachtbus. Nein, das ist offenbar wirklich in beiden Richtungen das Astax. Gut, bei der Perkowstraße nicht, dann bei diesen anderen Haltestellen dort so rundherum. Aber da schaue ich jetzt nicht. Hier ist eben die A-Bar. Ja, wofür auch immer das steht. Alt. Irgendwas, ja genau. Egal. Also, hier ein Erotikmarkt, falls ihr schon immer mal das sehen wollten.
Und ich meine, ja, da sind sicher derzeit ganz viele Frösche und Igel drin, weil die wissen jetzt, was Erotik ist. Anyway, damit dieses Video nicht geflaggt wird, schnell weg von hier, Richtung Citygate und Seiringer Straße und Betriebsgarage Leopold, aber es ist euch besser. Und ich glaube, ich sehe den Sonnenaufgang jetzt dann bald. Also, ja, ich habe länger gebraucht, als ich gehofft habe. Aber ich glaube, beim letzten Mal habe ich auch so lang gebraucht, nur bin halt, also ein bisschen, ja, circa so lang, nur bin halt früher weggegangen. Und war dann, glaube ich, wie die Sonne leicht aufging, gerade knapp zu Hause. Das war's. Und heute werde ich wohl nach Hause kommen, wenn meine Mutter leicht aufgeht. Wie ein Gerbteig. Na gut. Dann jetzt mal weiter. Und zwar schnell. Hopp, hopp. In diesem Teil des Industriegebiets haben sie Erotikshop, Schlafberatung, Kebabstand und Wohnungseinrichter. Also, ja, es ist eine ziemlich seltsame Ecke. So, hier ist jetzt das Citygate. Genau, das sind diese beiden Türme und die sind eben eher so schauend wie ein Gate. In jede andere Richtung sind sie irgendwie nur zwei Türme, die da so seltsam stehen. Also, naja, es ist das Gate zur Stadt, aber es hätten sie auch ein bisschen mehr Gate-like in Richtung Wien bauen können. Also so leicht versetzen oder irgendwas. Nee. Also das ist, ja, naja, das ist das City Gate dort. Da in dieser Straße rein, das ist die dort vorne so. Dort so irgendwo. Ist jedenfalls die Sandauer Gasse, dort um die Ecke, glaube ich. Und dort fährt der 28A rein und hat jetzt dort seine neue Endstation. Hier ist eine Regionalbushaltestelle. Wir haben keine Ahnung, bei welcher Station wir sind, aber es wird wohl irgendwie sowas sein wie Spitzweg. Ja, genau, das ist die Haltestelle. Spitzweg. Das Ding ist, ich weiß jetzt nicht, ob das hier jetzt die richtige Straße ist. Und das wusste ich auch schon vor einem Jahr nicht, weil ja, das Ding heißt Spitzweg. Der Spitzweg ist aber so, weil ich weiß, diese Schräge hier. Und das hier müsste die richtige Straße sein. Ich kann mich erinnern, dass ich auch vor einem Jahr hier am Kicker vorbeigegangen bin und dann dauernd gesagt habe im Video, ich habe keine Ahnung, ob das die richtige Straße ist, ob das die Seiringer Straße ist, ob die mich jetzt zur Betriebsgarage führt, ich weiß nicht. Und dann war es das, die richtige Straße. Somit gehe ich jetzt mal weiter und wenn es diesmal nicht die richtige Straße sein sollte, ja, dann halt nicht. Aber ich denke, genau das war die richtige. Dort vorne seht ihr schon, es wird langsam morgenrot, aber die Sonne geht langsam auf. Ja, ich werde jetzt dann auch mal auf die Time schauen und ihr seht, es wird schon ziemlich hell. Dort ist schon so gelblich, dort schon ein richtiges Rot. Könnte durchaus sein, dass ich irgendwie gerade Westen und Osten, nein, das stimmt schon, dort ist so circa Osten und ja, das ist so eher im Norden, aber auch da haben wir schon so das visuelle Sehen von einem Sonnenaufgang, das zieht sich da so durch. Also ja, die Sonne geht bald auf und ja, ich habe mir wirklich gehend jetzt die Nacht um die Ohren geschlagen und ja, mir geht's überraschend gut. Also, da ist noch der Mond, ganz dünne Sichel zwischen den Wolken. Und ja, interessant. Also, ich habe keine Ahnung, wie lange ich beim letzten Mal gebraucht habe, aber da war es dann, glaube ich, irgendwas mit 3:30 Uhr, glaube ich, wie ich bei der Nachtbushaltestelle in Leopoldau war. Und dann, wie ich oben war, war es ungefähr 4. Und da bin ich, glaube ich, 1 oder 2 Stunden früher weggegangen. Also, ich glaube, ich bin ziemlich gut in der Zeit, habe das, was ich damals verloren habe, auch heute verloren, weil ich auch bei ein paar Feldern immer ein paar Meter rein bin, um zu schauen, wie es da so aussieht. In dieser Zeit wurde ich von vielen Gelsen gestochen, auch an Orten, wo man denkt, da habe ich ein bisschen mehr Kleidung an, aber diese Viecher stechen überall durch. Also sie sind wirklich annoying. Und ich meine, sie können wohl auch unten bei der Schiene reinfliegen und dann haben sie eher ein leichtes Spiel. Ja, also naja.
Das war nicht so toll. Aber ich gehe jetzt mal weiter und bin wirklich nicht sicher, ob das die richtige Straße war und ob das nicht doch falsch ist. Ich hoffe, dass hier irgendwo eine Adresse steht. Da steht eine Adresse. Ich fürchte, da steht aber Wagramerstraße, oder? Ja, da steht noch Wagramerstraße. Ja, nicht gut, nicht gut. Ich habe keine Ahnung. Ist das die richtige? Ist das der richtige Weg? Ich habe keine Ahnung. Aha, da ist auch so ein Einrichtungsgeschäft. Ist es noch der Kika? Ja, so. Kika und Müllmarkt sind hier nebeneinander. Ja, hier haben wir noch Wagramerstraße. Das ist irgendwie nicht sehr dings gut zu wissen, wo man ist. Ja, ich gehe noch ein bisschen weiter. Und notfalls kann ich eben auch da beim City Gate rangehen. Aber ich glaube, das hier war schon die richtige Straße. Kommt mir jetzt überhaupt nicht bekannt vor, aber das ist immer so. Ich gehe jetzt auf jeden Fall parallel zur Straße da bei der Großfeldsiedlung. Also müsste von der Richtung her stimmen und zur LPD kommt man sicherlich dann über irgendein Feld. Also ich melde mich dann wieder, wenn ich richtig bin und es auch weiß. Okay, ich melde mich doch noch schnell. Hier ist ein Reh. Da, jetzt läuft's weg. Mist. Aber da ist ein Reh. Da ist ein Reh. Da ist ein Reh. Ich sehe es le leider am Viewfinder kaum, aber da oben ist ein Reh. Da beim Waldrand. Schaut es jetzt runter. Es wird jetzt wirklich langsam ziemlich hell. Ich bin, denke ich, am richtigen Weg. Jetzt ist auch gerade was Interessantes passiert. Ich habe nämlich meinen Rucksack wirklich ganz kurze Zeit, ungefähr 3 Sekunden, auf den Boden gestellt, dann eh gleich wieder hochgehoben. Und dann war er wirklich voller Ameisen. Das Interessante ist, nicht unten, so Richtung Boden, wo man es erwarten würde, sondern ganz oben. Da ganz nah bei den Gurten war der plötzlich voller Ameisen. Ich habe jetzt ziemlich oft schon runter was gewischt und draufgehaut. Ich denke, jetzt sind alle unten. Oder sie krabbeln noch irgendwo auf meinem Körper rum, keine Ahnung. Aber das war jetzt gerade ziemlich interessant, weil eben innerhalb von wenigen Sekunden alle Ameisen irgendwie ziemlich zum Oberteil vom Rucksack offenbar geklettert sind, was irgendwie ganz seltsam ist. Aber ja, ich nehme an, ich werde auch noch ein paar Ameisen drinnen haben. Und hier fliegen auch ganz viele geflügelte Ameisen rum. Also offenbar waren das die Ameisen, die, keine Ahnung, die Geflügelten haben wollen oder nicht haben wollen oder was auch immer. Die jetzt hier alle auf mich und meinen Rucksack geklettert sind. Ja, so ein Pech muss man auch noch haben. Ja, jetzt wieder mit iPhone in der Hand. Es ist 4:32 Uhr. Ja, das letzte Mal war ich hier circa so um 3 Uhr. Hier fliegen jetzt echt extrem viele geflügelte Ameisen rum und ich fürchte, dass ist, weil auf meinem Rucksack noch ein paar andere sitzen. Und ja, wir wissen ja, was die Geflügelten, wozu die da sind und die anderen. Also, Mann. Ich meine, das Beste wäre jetzt, wenn ich eine Ameisenkolonie in meinem Rucksack habe. Das wäre auch sicher ein interessantes Experiment. Aber eins, das ich nicht unbedingt machen will. Wir haben zu Hause eh auch Ameisen, leider, in der Wohnung. Ja, wenn sie nur am Balkon wären oder so, dann würde es, glaube ich, nicht zu viel stören, aber sie sind in der Wohnung. Und ja, vielleicht kann ich dann die Ameisen, die jetzt noch in meinem Rucksack sind, wenn ich die zu uns nach Hause bringe, vielleicht bekriegen die sich dann mit denen, die wir in der Wohnung haben. Keine Ahnung. Vielleicht sind wir dann alle Ameisen wieder los, wer weiß. Aber jedenfalls, ja, es wird schon recht hell, wie ihr hier seht. Dieses Feld ist jetzt schon schön beleuchtet von der noch nicht sichtbaren Sonne.
der Transit rauscht ja auch recht vorbei. Ja, und ich schaue halt jetzt, dass ich sobald wie möglich nach Hause komme. Ich denke, schlafen gehen werde ich jetzt dann eh überhaupt nicht mehr. Ich glaube, jetzt krabbeln sie auch in meinen Haaren rum. Naja, bin ich gewöhnt. Ich kletter oft durch diverse Büsche. Also das bin ich gewöhnt, dass da auch die Ameisen sich in meinem Haar langsam einnisten. Naja, jedenfalls. Ja, hier ist das lange Feld, nachdem wohl auch die Langfeldgasse benannt ist. Ja, und hier sind so ein Haufen wieder einmal. Das ist, glaube ich, auch so ein Teil von diesem Haufen da, der von dieser Mülldeponie bzw. der früheren Mülldeponie, wo sie jetzt da auch wieder ja immer wieder mal herumbuddeln und sonst was. Könnte man sicher lesen, was das hier ist, aber ja, dann gehe ich mal hin und schau, bevor ich hier in den Blödsinn rede. Die Straße ist jetzt wieder komplett leer. Also das ist echt seltsam hier. Manchmal fahren hier mehrere Lieferwagen und dann wieder komplett leer. Also schauen wir mal, was das hier ist. Genau, Deponie Langes Feld. Gefährliche Altlast gestern und heute wichtiger Bestandteil der Abfall. Wirtschaft und morgen Naherholungsgebiet. Also sie haben hier sehr viele gefährliche Altlasten aufgeschüttet und hoffen, dass das dann irgendwann ein Naherholungsgebiet wird. Lustig ist hier, in dieser Darstellung ist, naja, sagen wir mal, so eine Art Zelt auch noch drinnen. Die Frage ist, ist damit das Rinderzelt gemeint oder gibt es hier ein eigenes Zelt? Das weiß ich nicht. Oder soll es da mal eins geben? Irgendwie so, aber das ist interessant, aber ob es je zu dem kommt, dass sich die hier vorstellen, fragwürdig. So, jetzt war schon länger keine Ameise mehr auf mir oder am Rucksack. Ich denke, den kann ich mir jetzt wieder ordentlich umhängen, denn der hängt derzeit so vorn schräg an mir. Aber da jetzt offenbar keine Ameisen mehr oben sind, weil die waren echt hier oben, hier so oben. Es war recht seltsam, weil ich ihn ja mit dem Boden am Boden stehen hatte. Und wieso die dann plötzlich alle innerhalb von Sekunden on top waren, habe ich keine Ahnung. Waren übrigens keine Geflügelten, waren eben ganz normale. Und jetzt sind mich nur noch wegen diesen Ameisen offenbar auch die Geflügelten angeflogen. Aber dort hinten ist das Rinderzelt. Und hier ist eben so ein Feld, also das auf dieser Darstellung könnte schon durchaus das Rinderzelt gemeint sein, obwohl das ja wirklich im Industriegebiet steht und auf dieser Darstellung ist so ein Zelt in der Mitte von dem ganzen Ding hier eingezeichnet. Vielleicht gibt es da auch eins oder soll es eins geben, wie auch immer, aber ja, ein Berg aus gefährlichen Altlasten, wo man der Natur eben sagt, nimm das und schau, was du noch draus machen kannst. Ist eben ein langwieriges Projekt. Bitte diese geflügelten Ameisen, die fliegen aber echt nur mich an. Keine Ahnung, wollen sie mich befruchten und meine Eier? Nein, danke, will ich nicht. Geflügelte Ameisen, weg hier. Da ist jetzt der Toast, hätte ich jetzt fast gesagt. Oh, schaut, der Toast ist aufgegangen. Also der Mond, das meinte ich. Hier auch. Schöne Blümchen mit Käfer und hier eben das Feld und schon wieder fliegt mich irgendetwas an. Ja, das ist im Sommer so. Da beginnen dann die Vögel in meiner Frisur zu nisten. And here we go. Na gut, 4.38 Uhr. Ja, also ich denke, das wird so ein Nachtmarsch, wo ich nachher gar nicht schlafen gehe. Also das halte ich auch aus. Also das ist wirklich, wenn mein Hirn mal genügend Sauerstoff kriegt und nicht nur in engen, stickigen Räumen herumliegt, dann kann ich auch durchaus 48 Stunden wach sein. Da,
dann ist gut. Also wenn ich draußen bin, dann bin ich draußen, dann ist super und ja. Und sofern mir nicht die Gelsen mein gesamtes Blut ausgesaugt haben, dann geht es auch. Ja, da oben der Mond überm Baum. Sieht toll aus, sieht man auf der Kamera leider nicht sehr gut. Vielleicht, wenn ich da dann echt schwarz-weiß mache, vielleicht sieht man dann das ein bisschen besser. Naja, gut. Also gehen wir hier jetzt weiter. Ich denke, diese Ampel ist es jetzt noch nicht. Ich bin mir aber jetzt auch gar nicht sicher, ob ich auf der richtigen Straße bin. Weil ich glaube, so eine Abfahrt gab es da dann nicht. Ja, wenn nicht, dann ist wirklich diese Mülldeponie hier im Weg. Obwohl ich eben jetzt eigentlich eben die ganze Zeit parallel zu den richtigen Straßen gegangen bin. Aber das, was da vorne steht, diesen Turm, den kenne ich nicht. Somit könnte es durchaus sein, dass ich jetzt falsch gegangen bin. Tja, das ist das Schöne hier. Hier ist eine Werbung für Citygate, das natürlich entlang der Wagramer Straße ist. Also den Namen dieser Straße hier sieht man nirgends. Grandios. Na ja. Da ist der Hundeausbildungsplatz. Mal schauen, was hier steht. Und ob hier etwas steht. Die Hundeschule. Nope. ZPVW. Irgendwo hier gab es auch eine, auch so eine OpenStreetMap, so eine Note, die eben irgendeine seltsame Abkürzung enthielt, wo dann gefragt wurde, was sehe ich. Genau, ZPVW. Das ist es. Dann schreibe ich hier rein, das ist eine Hundeschule. War gerade hier, hab es gesehen. Oh mein Gott, ich hab's gesehen. Und das steht für Hundeausbildung, Zucht und Prüfungsverband Wien. Und das Lied für, nein, das steht für, meine liebe Spracherkennung. Hundeausbildung, nicht Zucht. Ausbildungs-, Zucht- und Prüfungsverband Wien, genau. Okay, das kommentiere ich jetzt mal. Und ja, das ist keine öffentliche Wiese, das ist abgezäunt. Ich müsste schauen, ist es seither auch eingetragen worden oder ist das echt nur diese Note? Okay, das ist echt nur diese Note und das ist mehr oder weniger nicht gemappt. Aber da das offenbar schon länger existiert, denke ich mal, dass man das auf den Satellitenbildern recht gut sieht und auch hier die Borde nicht allzu schlecht nachzeichnen kann. Also ja, leider auch hier steht keine Adresse, wo wir hier denn genau sein sollen, aber ich, ja, weil wie ich das letzte Mal dahergegangen bin, ja, also hier vorne geht es jetzt zum Abbiegen und dann schon nach Gänserndorf. Ich gehe jetzt mal von der Straße wieder runter und hier in dieser Bucht. Da gibt es echt so eine Ausweichbucht, was irgendwie seltsam ist. Das schaut ein bisschen aus, als wäre hier mal eine Bushaltestelle vielleicht gewesen und jetzt ist keine mehr da. Da liegt was. Das ist ganz seltsam. Ja, weil solche Buchten gibt es normalerweise nur bei Bushaltestellen. Also vielleicht gab es ja mal eine Haltestelle und jetzt gibt es keine mehr. Weiß ich nicht, aber jedenfalls hier ist eine Ausweiche gibt es hier. Ja. Ich kann es aber nicht wirklich erkennen. Naja gut, das sind ein paar Dinge, die irgendwie später zu definiert wurden. Also hier, das ist definitiv nicht das, wo ich hin wollte. Hier steht eben oben auf einem Schild, man kann abbiegen, aber es steht kein Ziel und es ist mit seinem weißen Ding überklebt. Ich befürchte also,
dass man hier eher schlecht zur Seite kann. Da läuft ein Hase! Schaut da! Ein Hase. Aha. There we go. Ja, aber das ist jetzt echt nicht die Seiringer Straße, sondern offenbar das davor, was mich irgendwie verwundert. Weil dann kam ja schon das City Gate und das war die Straße, wo ich das letzte Mal rein bin, soweit ich weiß, weil nach dem City Gate. Also, I don't know. Das könnte es noch sein. Moment mal. Also, da ist die Bahn. Doch, das. Also, da ist die Bahn. Also, insofern stimmt es. Aber das ist nicht die Abbiege, oder? Nee. Zufahrt zu. Ich sehe es nicht. Also, hier fährt gerade ein Talent. Zufahrt zu. Jetzt muss ich schnell sein. Hofstädterweg. Interessant. Also, davon ist die Gemeinde. Kannst du nicht lesen? Ah nein, Gerersdorf ist hier. Gerersdorf, Industriegebiet ist hier. Also es war definitiv die falsche Straße, aber man kann hier rein. Ich meine, das Ziel, das auf dem Verkehrsschild stand, wurde überklebt. Also weiß ich nicht, ob mich das jetzt irgendwo hinführt. Nein, das führt zu irgendeiner Produktionsstätte oder irgendwas hier und dann ist hier aus. Okay, also ich bin jetzt doch ganz anders gegangen, als ich wollte. Aber immerhin habe ich jetzt wieder einen neuen Ort gesehen, wo hier die Schnellbahn vorbeifährt und dann hier das hier ist. Ja. Also interessant, durchaus. Was man hier so alles findet, das davon ist dann leider eine Sackgasse und Einfahrtsverbot. Wow, hier war mal eine Straße runter, da ist auch nur so Städten eben. Da war auch mal ein Schild, also offenbar war das mal irgendeine Firma oder irgendwas und ist jetzt nichts mehr. Höchst interessant. Tja, dann werde ich jetzt wohl nach Gerersdorf dann rein müssen und hoffen, dass irgendwo der. Ich bin im 21. Bezirk, das ist schön, beim Hofstädterweg. Zufahrt zum Seeweg und Uferweg geht in diese Richtung. Ja, ich weiß nicht. Also es steht aus, also Einfahrt verboten, ausgenommen Anrainer. Das ist der Verband der ÖBB Landwirtschaft hier. Ich habe diese Wege schon einmal auf der Karte gesehen, nur ich weiß jetzt nicht, ob sie eine Verbindung in diese Richtung haben. Ich hoffe schon. Also schauen wir jetzt mal rein. Ich denke mal reingehen wird man ja wohl noch dürfen. Da ist ein langes Feld. Also ein großes Feld. Betreten der Baustelle verboten. Ja, sieht voll nach Baustelle aus. Ja. Aber jedenfalls, ich gehe jetzt mal hier weiter und wenn das wirklich dann ein Ende hat und nicht weitergeht, dann ärgere ich mich jetzt schon sehr. Und dann muss ich noch nach Gerersdorf. Also wow, dieser Vlog hat sich echt in was entwickelt, was ich nicht dachte, aber ich finde es auch jetzt noch schön und nett und toll, dass ich hier mal was Neues erkunde. Weil wenn ich mir sowas vornehmen würde, dass ich hier. Bitte, jetzt fliegen mich diese ganzen Viecher schon wieder an. Naja, aber wenn ich mir vornehmen würde, dass ich hier mal hergehe, was ich mir eigentlich schon öfters habe, so diese Wege da muss ich mir mal anschauen. Wenn ich mir das vornehme, dann komme ich nie dazu. Wenn ich zufällig hierher komme, dann komme ich schon dazu. Also ich fürchte mal, das wird davon dann irgendwo aus sein und ich werde nicht weiterkommen. Aber ja, das kann man ja auch hier auf der OpenStreetMap ein bisschen schauen. Das Ding meint, das hat meine Position gerade sowas von überhaupt nicht. Das hat mich gerade noch irgendwo bei der Perkowstraße. Also ja, das hat meine Position absolut gar nicht. Und ich fürchte, hier finden werde ich das jetzt nicht können, oder? Na, wo bin ich denn? Nein, das hat absolut nicht meine Position. Also da ist dieses Altlasten.
Lager, da ist diese Unterführung. Und hier ist dieser Landwirtschaft von der ÖBB, der müsste durchgehen bis zur Seiringer Straße, wo ich eigentlich hin wollte. Dann kann ich euch das auch noch zeigen. Ja, die Sonne geht jetzt, glaube ich, schon langsam auf. Ich sehe es noch nicht, aber ist es auch ein bisschen bewölkt hier. Aber dieser Weg geht offenbar durch, ja. Also die Seiringer Straße war echt dann die nächste, was mich ein bisschen sehr verwirrt hat, weil ich eben dachte, dass man da bei der Wagramer Straße dann rauf muss. Aber das, was ich darauf gegangen bin, das war dann noch immer die Wagramer Straße. Und das nächste wäre die Seiringer Straße gewesen. Naja, wobei ich sagen muss, dass die Seiringer Straße entlang zu gehen nicht so interessant ist, wie eben bei diesem Altlastenlager da vorbeizugehen, weil die Seiringer Straße, wie ich da das eben vor einem Jahr noch, wie es dunkel war, gegangen bin, da war es einfach nur dunkel. Das war einfach nur die gerade Straße und ich habe ewig ins Dunkle gefilmt und gesagt, ich habe keine Ahnung, ob ich hier richtig bin. Und jetzt habe ich ins Helle gefilmt und euch noch ein Altlastenlager zeigen können und diesen Kleingrandfein hier und habe nur zwischendurch ein paar Mal gesagt, ich weiß nicht, ob ich richtig bin und dann ich weiß, dass ich falsch bin. Also ich muss sagen, das war jetzt eigentlich gar nicht so schlecht, dass ich hier die genommen habe, weil da habt ihr weitaus mehr gesehen als bei der Seiringer Straße, die dann echt nur gerade und links und rechts ein bisschen Feld, ein bisschen Wald und das war's. Also ja, ich glaube, das war gar nicht so schlecht, dass ich hier rein bin, statt bei der anderen, dass ich die Wagramer Straße weiter bin. Na, ja. Also fürs nächste Mal, wenn ich sowas mache, ist definitiv die Wagramer Straße am Plan und nicht die Seiringer Straße, weil die ist wirklich lahm. Na dann gut, das war toll und ich werde jetzt noch weiter filmen und es ist schon fast 5 Uhr, also ich denke, bald wird jemand anrufen, wo ich denn bin und ob ich denn noch ganz bei Trost bin und what the fuck, genau. Also darauf freue ich mich schon, aber jetzt mal weitergehen bis zur Seiringer Straße und zur LPD und so weiter. So, jetzt bin ich hier gerade durchgegangen, das hier ist der Kleingartenverein Alte Leopoldauer Schleife. Und diese Bezeichnung habe ich eben auch auf diesem Weg, der auf der Karte von der Seiringer Straße weggeht, schon öfters gesehen, vor allem auf Google Maps und Google Earth und habe mir gedacht, was ist das? Naja, das ist hier einerseits dieser Kleingartenverein. Andererseits frage ich mich, was die alte Leopoldauer Schleife ist. Es könnte sich eben um die ÖBB-Schienenstränge halten, dass es hier irgendwo eben mal eine Schleife gab, weil hier dieses Tor und das hier, das könnte durchaus mal eine Schleife gewesen sein. Ich weiß es. Aber nicht, fuhr hier eine Straßenbahn her, naja, ja, so Richtung Leopoldau fuhr ja der 25er. Also könnte es durchaus auch hier irgendeine Straßenbahnschleife gegeben haben. Ich weiß aber leider nicht, nach was die alte Leopoldau-Schleife benannt ist. Das werde ich noch googeln. Und ja, die alte Leopoldau-Schleife war offenbar wirklich ein Teil der Eisenbahn hier. Also so eine Eisenbahnschleife. Offenbar. Ja, und jetzt sind hier Kleingärten. Und von einer Schleife ist nicht mehr viel zu sehen. Das sind echt nur noch gerade Schienen hier auf diesem Teil der Nordbahn, glaube ich, ist das. Müsste es sein. Ja, die dann hier bis nach Bernhardstal fährt und sonst wohin. Ja, schön. Schön, schön. Also, ich wollte eben schon öfters daher schauen, was die alte Leopoldauer Schleife ist, aber ich bin nie dann hierher gekommen, wenn ich dran gedacht habe. Und hier fliegen jetzt wirklich extrem viele geflügelte Ameisen rum. Das nervt extrem. Weil wir da beim Spitzweg waren, das war echt der da von der Wagramer Straße dann reinging. Und der kommt hier auch wieder raus, in der Nähe von diesem Hofstädterweg. Und da kommt auch gerade ein Auto raus. Und hier ist dann der Winterweg, den wir vorher auch schon was gesehen haben, glaube ich, davon. Jedenfalls, ja, das ist die alte Leopoldauer Schleife da, so der Kleingartenverein. Und hier der erste oder letzte Parkplatz, wie man es nimmt. Wow, da kommt ein Zug, eine 4020 Doppelgarnitur nach Wien-Meidling. Ja genau, da haben wir die Nordbahn, die hier fährt. Und hier sieht man wunderbar das City Gate. Ja, die Sonne geht auf, sie spiegelt sich schon
im City Gate. Ich sehe sie jetzt von der Seite hier noch nicht, aber das ist wirklich... That was something to behold. Wow. Deshalb liebe ich das, des Nachts rumgehen und dann beim Sonnenaufgang noch draußen sein. Es ist wirklich wunderschön. Ja, also irgendwo dort so geht die Sonne auf. Man sieht schon im City Gate, aber man sieht es nicht hier. Also da so muss was sein. Ich schaue vielleicht dann hier kurz drauf. Hier haben wir jetzt einen Käfer, ich weiß nicht. Es ist kein Hirschkäfer. Weil weiß jetzt nicht, was für ein Käfer das ist, aber so ein schwarzer. Ich nehme an, das ist das Weibchen, weil bei denen glänzen ja meistens die Männchen, wenn ich das jetzt richtig weiß. Na hallo, großer. Den lasse ich mal leben. Ich hoffe, ich steige jetzt nicht auf ihn drauf. So, hier haben wir es jetzt. Da geht wirklich gerade die Sonne auf. Ich muss sagen, schön kann man das jetzt nicht nennen, denn wenn sie so rot ist, heißt das eben, dass extrem viel Verschmutzung und Partikelchen hier in der Luft sind. Aber wow, ich gehe jetzt über die Brücke, die hier Teil der Seiringer Straße ist, um das wirklich vollstens einfangen zu können. Dort hinten sieht man jetzt auch diese Windkraftwerke. Jetzt verschwommen dank der Kamera, aber ja. Und hier, und gerade wie ich zur Sonne komme, kommt dieses Schild hier, aber hier haben wir es. Wow. Ein feuerroter Ball. Die Kamera zeigt das jetzt nicht mal richtig. Hier haben wir leider diesen Schallschutz hier, aber das ist wirklich feuerrot. Also der Weißabgleich von der Kamera macht das leider ein bisschen weniger als feuerrot, aber das ist ganz feuerrot, das könnt ihr mir glauben. Wow, jetzt wird es ein bisschen mehr orange. Also hier verändern sich die Farben jetzt echt sekündlich. Jetzt kommt die Farbe, die ihr hier seht, ein bisschen mehr hin. Ja, ist noch immer sehr, sehr rot hier. Wow. Ja, hier haben wir es, die Kamera. Ah, nicht die Kamera, die Sonne. Ja, also das ist jetzt echt wow. Das war ein View, den habe ich gebraucht. Und da drüben das City Gate. Wunderschön. Und hier ist auch die Seiringer Straße, die ich vorher haben wollte. Aber wenn ich die hier gehabt hätte, da seht ihr auch runter. Da ist nur dieses Waldstück auf der einen Seite und fällt auf der anderen. Durchgehend. Also das wäre extrem lahm gewesen. So habe ich ein paar andere Orte gesehen. Also das ist auch schön. Und diesen Wahnsinns-Sonnenaufgang, den ich sonst wohl erst bei der Betriebsgarage Leopoldau gesehen hätte, wenn ich jetzt so unter Anführungszeichen rechtzeitig gewesen wäre, dann hätte ich den nicht mehr ordentlich gesehen, weil den sieht man echt nur von dieser Brücke hier und im City Gate. Das ist wonderful, kann ich nur sagen. Und hier ist die Abstellanlage Leopoldau für die U-Bahnen und hier dann auch die Park and Ride vorne und hier eben im Vordergrund so eine Firma, die auch einen Bahnanschluss hat. Ja. Das sind, glaube ich, eh die Wiener Linien noch. Ja, das sind noch die Wiener Linien, die hier den Bahnanschluss haben. Ein Teil der Straße gehört offenbar noch zum Winterweg. Auch interessant, weil ja auch der einer vom Vorstand der Wiener Linien ja auch Winter heißt. Also der Weg ist zwar nicht nach ihm benannt, aber wer weiß, vielleicht nach irgendwem, mit dem der verwandt ist. Und hier dann das Wiener Linien-Ding bei Winterweg 1. Klingt zumindest so, aber ist nicht so. Klingt nur so. Ja, es ist 5.05 Uhr, das heißt auch der Betrieb vom 28a hat jetzt begonnen. Somit habe ich mir jetzt gesagt, gut, ich gehe bis zur Garage Leopoldau jetzt noch. Und dann von dort zur Fehlmeiergasse und fahre dann dort mit dem 28a
nach Hause, um es ungefähr so zu machen wie beim letzten Mal. Nur eben letztes Jahr bin ich also noch mit den Nachtbussen, mit dem N25 und dann mit dem N20 nach Hause gefahren. Und jetzt mache ich es einfach so. 28a, der bringt mich zu einer Station, von wo es dann wirklich nicht mehr weit ist. Und dann fahre ich mit dem nach Hause. Also ja, aber wieder einen Bus aus der Region Leopoldau nehmend. Na gut, wir werden uns dann noch kurz sehen, aber ich danke schon mal fürs Zusehen. Und sage ja, dann bis gleich und dann ciao, irgendwann. Und auch der 29a fährt schon. In beide Richtungen. Radweg Kagran. Einfach über die Schienen drüber fliegen. Schräg nach oben. Why do I tire of counting sheep? When I'm far too tired to fall asleep. So, 5.23 Uhr. Ich bin jetzt beim Kleingartenverein Leopoldau Ladestelle. Ja, dort vorne ist dann das Gasthaus Frohes Schaffen. Eben auch gleichnamigen Kleingartenteil. Und ja, ich gehe jetzt zur Betriebsgarage Leopoldau und von dort dann ermattet noch bis zur Fehlmeiergasse. Und das sollte dann in spätestens 15 Minuten von dem Zeitpunkt, wo ich dort ankomme, ein 28a kommen und mich langsam aber sicher nach Hause bringen. Ja, also das ist jetzt noch der Plan. Vielen Dank fürs Zusehen, falls ihr bis hierher zugeschaut habt. Dann habt ihr offenbar wirklich nichts Besseres zu tun, keine Minecraft-Videos oder Minecraft-Spielen oder Slither.io oder sonst was. Nein, dann habt ihr wirklich einfach nur mir zugeschaut. Und vielleicht, weil ihr euch für Wien und für Dinge, die man hier so auch in der Nacht einfach so machen kann, interessiert. Und das würde ich auch schön finden, da gerne auch einen Like da lassen, kommentieren. Und falls ihr eine Frage über Wien oder öffentlichen Verkehr in Wien oder auch um Wien habt, gerne auch in die Kommentare oder mir ein Mail schreiben. Das Ding ist, wenn ihr mich auf YouTube per Message kontaktiert, ich schaue jetzt schon öfters rein, weil ich da eben einmal eine recht nette Nachricht rein bekommen habe. Aber nicht so oft. Also bei den Messages auf YouTube, die kriege ich nicht auf mein E-Mail-Konto. Die verschwinden in dem Gmail-Konto, das mir YouTube dankenswerterweise gegeben hat. Ich verwende mittlerweile auch einige Dinge von Google, also das Gmail-Konto ist gar nicht so schlecht, aber ja, diese ganzen YouTube-Notifications, die nicht über Kommentare zu meinen Kommentaren sind, verschwinden einfach im Gmail-Postfach und kommen nie woanders an. Also, wenn ihr mir da eine private Nachricht auf YouTube schreibt, ich schaue vielleicht rein, aber vielleicht auch erst in einem Jahr. Also, besser per Kommentar oder per Mail. Meine Mail-Adresse kann man über meinen Channel herausfinden. Da kann man wo draufklicken und ein Captcha eingeben und dann kommt die da. Ja. Ansonsten, vielen Dank fürs Zusehen. Ich filme jetzt dann vielleicht noch ein bisschen was, aber danke sehr fürs Zusehen. Und ich hoffe, das war nicht zu lange. Es war ganz sicher zu lange. Aber falls ihr vielleicht hierher geskippt habt, weil ihr dachtet, gut, vielleicht kommt noch was Sinnvolles. Naja, das Ende.
Ja, Sapperlot schaut dir noch immer zu. Das hier ist nur ein kleines Ending hier, in dem ich euch sage, ich bin nicht mit dem 28a gefahren. Ich bin dann von der Garage Leopoldau zur Haltestelle Karabelligasse Rutnergasse gegangen und von dort mit dem 36a zur Koloniestraße gefahren und dann mit dem 26er jetzt hier bis zum Hausplatz und jetzt gehe ich halt noch ein Stückchen, bisschen weiter rauf, aber naja, das war's dann. Also vielen Dank fürs Zusehen. 9 Stunden war ich insgesamt auf den Beinen unterwegs und jetzt die letzten paar Minuten öffentlich. Ja, that's it then. Bye.